Altersarmut in Deutschland steigt. Immer mehr Rentner sind auf Sozialhilfe angewiesen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich habe heute früh am 8. Oktober 2024 Frühstücksfernsehen, ARD Frühstücksfernsehen geguckt und dort kam dann die halbstündige Tagesschau. Der Jens Riewer hat da die Tagesschau moderiert und hat dann dort auch mitgeteilt, dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner in Deutschland von Sozialhilfe angewiesen sind. Das hat mich natürlich, sagen wir mal, auch betroffen gemacht. Und ich habe mir dann überlegt, hier dazu mal ein kleines Video zu drehen, um Ihnen einfach mal die nackten Fakten offenzulegen. Ja, meine Damen und Herren, schauen wir uns das mal an. Ich habe hier im Deutschlandfunk einen entsprechenden Beitrag gefunden. Der ist sehr, sehr kompakt, Gott sei Dank. Und dort in der Überschrift mehr Rentner als je zuvor laut Medienbericht auf Sozialhilfe angewiesen. Und zwar bezieht sich diese Meldung auf einen Beitrag der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und zwar hat die BSW im Bundestag, die Bundestagsgruppe des Bündnisses Sahra Wagenknecht, vom Statistischen Bundesamt eine Auskunft erhalten und demnach haben im Juni 2024 rund 729.000 Menschen die sogenannte Grundsicherung im Alter, also Sozialhilfe oder wir sagen auch Bürgergeld im Alter bezogen. Das sind 37.000 mehr als im Jahr 2023 und das ist ein neuer Höchststand. Die Frage jetzt, wer da Anspruch auf Grundsicherung hat, das will ich mal völlig offen lassen. Sahra Wagenknecht sagte dann wohl, dass die Zahlen ein Offenbarungseid für die Große Koalition oder für die Ampelkoalition sind. Ihre Partei fordert einen grundlegenden Umbau des Rentensystems mit dem Ziel, dass auch künftig Beamte und Politiker und so weiter einzahlen. Sie kennen ja auch meine politische Meinung dazu, aber die möchte ich, also ich stehe auch für eine Erwerbstätigenversicherung, aber das ist jetzt nicht Gegenstand dieses Videos. Ja, meine Damen und Herren, was aber hier nicht drin steht in diesem Beitrag, und das habe ich in anderen Beiträgen dazu auch nochmal nachgelesen, ist die Tatsache, dass wir es ja mit einer noch viel höheren Zahl von Menschen haben, die Grundsicherung im Alter, die arm im Alter sind, die sich aber schämen, zum Grundsicherungsamt zu gehen und zu sagen, hier Leute, helft mir, ich brauche Geld von euch. Die tatsächliche Zahl sind ja nicht die 729.000, die jetzt bei dem die vom Statistischen Bundesamt angegeben worden sind, sondern die tatsächliche Zahl dürfte viel höher sein. Also Menschen, die praktisch im Grunde genommen Altersarmut haben, aber sich einfach aus verschiedenen Gründen nicht zum Grundsicherungsamt bewegen und dort einen entsprechenden Antrag stellen. Aber was ich auch noch dazu sagen möchte ist, es ist schon erstaunlich, dass diese Zahl gestiegen ist, obwohl wir, und das zeige ich Ihnen auch, in Deutschland eine gestiegene Zahl an höheren Renten haben, meine Damen und Herren. Das belegt hier der Jahresbericht der Deutschen Rentenversicherung auf Seite 21. Und die Renten sind hier um im Schnitt 4,6 Prozentpunkte im Vergleich von 2022 auf 2023 gestiegen. Aber wenn man sich das mal ganz genau anschaut, dann kommt man zu einem, sagen wir mal, erstaunlichen oder bösen Ergebnis. Der Rentenzahlbetrag für alle gesetzlichen Renten in Deutschland, und das bitte nehmen Sie mal zur Kenntnis und überlegen bitte mal in Relation dazu, ob das vielleicht Altersarmut sein könnte oder nicht, beträgt in Deutschland seit dem Jahr 2023 1.007 Euro. 1.007 Euro, meine Damen und Herren. Das sind die nackten Zahlen. Und jetzt muss man sich überlegen, bei rund 25 Millionen Renten, die rund 20 Millionen Rentner ausgezahlt bekommen, sind das praktisch 1.007 Euro. Und ich stelle mir dann persönlich auch die Frage, ob Sie mit 1.007 Euro im Schnitt monatlich leben könnten und ob Sie nicht gegebenenfalls dann auch nicht Anspruch auf die Grundsicherung hätten. Ja, meine Damen und Herren, das sind die nackten Zahlen. Das ist sozusagen das, was in Deutschland los ist. Wir leisten uns in Deutschland Altersarmut, obwohl Deutschland selbst ein sehr, sehr reiches Land ist.
Aber offensichtlich scheint das mit der Verteilung des Reichtums in Deutschland nicht ganz so hinzuhauen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Wie immer, eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.